Salim ist 21, seit 2 Jahren in Deutschland und stammt aus Syrien. Er ist gläubiger Moslem und zeigt uns, wie er seinen Glauben in Münster lebt. Ich glaube schon an Gott und ich glaube auch daran, dass es eine Macht gibt, die das ganze Universum geschaffen hat. Salim besucht momentan einen Deutschkurs mit dem Ziel zu studieren. Er versucht, seinen Glauben so gut wie möglich in den Alltag zu implementieren und hat eine sehr konkrete Vorstellung seines Glaubens. Unter Glauben kommt vieles verstanden werden, aber was mich und anderen mich interessiert, ist Folgendes: das Verhalten und der Umgang im Alltag. Laut einer Überlieferung des Propheten des Islams muss man alle Religionen akzeptieren und respektieren. Deswegen habe ich kein Problem, in einem christlichen Land zu leben. Und es ist auch so in Syrien gewesen. Die Implementierung in den Alltag bedeutet für Salim auch, jeden Freitag in die Moschee zu gehen und an den religiösen Feiertagen teilzunehmen. Ich bete eigentlich 5-mal pro Tag. Im Jahr faste ich vor einem Monat, und zwar im Ramadan. Und man sollte auch eigentlich den anderen helfen. Ich bin zufrieden und ich bekomme auch Hoffnungen. Und ich könnte auch gut schlafen, wenn ich keinen schädige. Und ich mache auch, was den Gott gesagt hat. Doch wie reagiert Salims Umfeld darauf, als Moslem in einem eher christlich geprägten Land zu leben? Ich respektiere das, wenn ich beispielsweise sage, ich möchte kein Schweinefleisch essen. Eigentlich ist das nicht so freundlich für mich, weil ich in Syrien Freunde gehabt, die auch nicht Muslime sind. Deswegen, das ist nicht neu.